Freitagabend auf der Erlanger Bergkirchweih. Zwei Männer, 21 und 26 Jahre alt, sollen hier zu einem Lied von Gigi D'Agostino ausländerfeindliche Parolen gesungen haben. Zwei Polizeibeamte, die privat vor Ort sind, machen den Sicherheitsdienst darauf aufmerksam. Es wurden die Personalien erhoben und festgestellt. Derzeit ermittelt jetzt der polizeiliche Staatsschutz der Erlanger Kriminalpolizei gegen die beiden Männer wegen des Verdachts möglicher Straftaten. Die Betreiber des betroffenen Lokals haben bereits reagiert. In einem Statement heißt es: Wir als Inhaber und Betreiber des Altstädter Schießhauses distanzieren uns in aller Deutlichkeit von den skandierten Parolen und der damit verbundenen Gesinnung. Wir verurteilen jede Form von Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz auf das Schärfste und dulden solches Gebaren, egal in welcher Form, auf unserem Gelände nicht. Oberbürgermeister Florian Janik lobt die schnelle Reaktion der Wirte und betont ebenfalls, dass Ausländerfeindlichkeit auf dem Berg keinen Platz hat. Auch die Berggäste haben eine klare Meinung. Solche Kommentare abzubringen oder solche Lieder zu singen, die sind also von mir, haben die keinen Verstand, nichts. Bei so Parolen würde ich schon sagen, gehört das bestraft und strafrechtlich verfolgt. Also das geht schon zu weit. Jetzt laufen die Ermittlungen. Die zwei Tatverdächtigen dürfen die Bergkirchweih aktuell nicht mehr betreten. Die Polizei ist bei solchen Fällen meistens auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wenn solche Gesänge auffallen, werden wir in der Regel verständigt. Selten sind wir dabei, wenn das geschieht. Von daher sind wir davon abhängig, ob uns solche Vorfälle gemeldet werden oder nicht. Auch zu dem aktuellen Fall sucht die Polizei noch Zeugen. Personen, die etwas beobachtet haben oder Bilder bzw. Videos vom Vorfall gemacht haben, sollen sich beim Kriminaldauerdienst unter der 0911 2112 4x3 melden. Die Wirte der Erlanger Bergkirchweih verzichten seit Samstag darauf, das Lied zu spielen.